Weit im Norden Kanadas liegt die kleine 2000-Seelengemeinde Campers Hope. In den gefühlten nicht enden wollenden Winter dieser Region verdienen die Menschen ihren Unterhalt mit der Holzwirtschaft. Ein riesiges Sägewerk verarbeitet die Stämme zu Brettern, Spanplatten und Feuerholz. Arbeitsplätze sind genug vorhanden. Seit 10 Jahren bin ich in diesem kleinen Kaff ansässig und betreibe die kleine Kneipe Woodcutters Bar. Man hat mich gut aufgenommen in der Gemeinde. Alle sind freundlich zueinander. Naja, bis auf die eine oder andere kleine Rauferei, geführt vom starken Alkoholismus. Ansonsten lässt es sich hier gut leben. Ich eröffne die Kneipe schon in der Früh, da das Sägewerk Tag und Nacht läuft. Die Holzfäller sind jeden Tag unterwegs und fällen die alten und großen Bäume. Die Förster forsten den gerodeten Wald wieder auf und so hat alles einen gewissen Kreislauf. Es ist ca. 12 Uhr und die Kneipe ist schon seit einigen Stunden geöffnet. Noch eins? Jo, immer. Immer her damit. Butch, du hast die Manieren eines Eisbären. Lass mich raten. Das nimmst du als Kompliment auf. Klar. Wo bleibt mein Bier? Hetz mich nicht. Hier ist es ja schon. Hat auch lang genug gedauert. Hey Dave! Buck, alles klar? Aber immer doch. Muss bald los. Die Tannen auf dem Nordforst müssen heute weg. Da werden wir eine Weile beschäftigt sein. Gibst du mir ein Bier? Ein Bier? Komm sofort. Hey Butch! Buck! Ja, dein Bierback. Danke, Dave. Schreibst du an? Zahle dann heute Abend. Heute gibt's die Lohntüte. Klar. Ist ja nicht so, als ob ich hier vom Fleisch falle. Klasse. Machst du uns mal 2 kurze fertig? Wie immer. Scotch ohne Eis? Du kennst meinen Geschmack doch am besten. Das tue ich wohl. Okay, 2 kurze ohne Eis. Hier. Auf dein Wohl, Dave. Auf mein Wohl. Das spürt man bis in die Zehenspitzen. Hey, und was ist mit mir? Na gut. Wieso nur wir beide? Dann noch eine Runde. Dann noch eine. Mich einfach vergessen, ne? Schöne Freunde seid ihr. Ist ja gut. Bekommst ja schon einen. Also 3-mal das Ganze. Und? Und? Damit. Oh ja, das belebt. Könnte was stärker sein. Ist noch zu früh für extra Starkes. Okay, ich werd dann mal los. Die Bäume fällen sich nicht von alleine. Alles klar, Buck. Dann bis heute Abend zur Happy Hour. Bis dann. Der Tag zieht seine Bahn. Die Holzfäller gehen ihren Tagesablauf nach. Man hört das Sägewerk in der Ferne die Stämme zerteilen. Bis zum Abend ist es doch ziemlich ruhig. Der einzige Dauergast ist Butch. Eine die Jahre gekommene Holzfäller, der seine Alterspension hier versäuft. Nun, was will man hier im letzten Winkel der Welt schon machen? Er kommt morgens um 8, wo ich die Pinte aufmache, und bleibt bis zum späten Abend hier und trinkt seine Bierchen. Hin und wieder auch mal einen Kaffee. Er sieht nur so rau aus. Harte Schale, weicher Kern. Alle mögen Butch. Auch wenn sein Humor manchmal zu wünschen übrig lässt. In der Zeit, wo die Holzfäller und Werksarbeiter ihren Tag mit Arbeit verbringen, fülle ich die Zapfhähne nach, ordne die Spirituosenflaschen und mache die Kasse. Fege einmal kräftig durch und putze das Klo. Lese Zeitung, bediene den einen oder anderen Gast, der hier mal reinschneit, und warte, bis der Zeitpunkt kommt. Und es ist soweit. Happy Hour! Das war verdammt gut heute. Hat alles verdammt gut geklappt heute. Na, da wird die Chefetage ziemlich froh sein. Dave, machst du uns mal Bier fertig? Bier? Kommt sofort. Ey, wenn ihr die Billardkugel kaputt macht, bezahlt ihr sie auch. Und John, wisch das auf. Ich bin nicht deine Putze. Hey Butch,
Zeit für etwas Flüssigtreibstoff? Nach einem harten Arbeitstag lobt man sich doch ein, zwei Bierchen. Das klingt verdammt gut. Wo ist Colin? Der kommt noch. Wollte noch die Maschinen überprüfen. Dave, ich habe Durst. Ah ja, kommt ja schon. Hier, dreimal vom Fass. Butch, auch eins? Ein Geschenk, Maul. Guck mal nicht ins Gaul. Moment. Das war wohl nichts. Bist du sicher, dass du noch eins willst? Also nicht, dass du uns hier noch aus den Latschen kippst. Hey, Jungchen, dich trinke ich doch locker unter den Tisch. Ah, da kommt Colin. Colin? Kühles Blondes vorweg? Hallo, Dave. Immer her damit. Draußen ist es arschkalt. Nichts wärmt so gut wie ein kühles Bier. Natürlich. Wenn der Alkohol sich erstmal breit gemacht hat, dann wärmt es sich von innen. Na, das sind Weisheiten. Runter damit, Jungs. Auf euch! Auf uns! Hause! Gewöhnt Butch schon den ganzen Tag? Was denkst du? Klar, wie immer. Aber nicht, dass er wieder beleidigend wird. Wenn Butch erstmal auf Touren kommt, ist er nicht mehr zu bremsen. Ja. Ihr jungen Schnösel, ihr habt so viel. Hier. Dave, gib mir noch einen. Willst du nicht lieber einen Kaffee? Was? Kaffee? Ich will einen Drink. Ich will. Du willst einen Kaffee. Du hattest jetzt schon genug. Kaffee ist viel besser. Ja. Kaffee klingt besser als Bier. Also, einen Kaffee. Komm sofort. Wie machst du das immer, Dave? Was meinst du? Nun, du bist der Einzige, auf den Butch hört. Als ich ihn mal hindern wollte, habe ich mir fast eine gefangen. Händchen muss man haben. Klar, Händchen. Aber es scheint zu funktionieren. Hier, Butch, dein Kaffee. Nun, er weiß doch, wer ihn nichts mehr anschreiben lässt, oder? Oh. Verdammt guter Kaffee. Und wenn es ihm noch schmeckt? Apropos schmeckt. Alter, mein Glas ist alle. Werden die Gläser kleiner, oder? Oder ist da vielleicht ein Loch drin? Wenn ihr so weitermacht, mache ich euch Kaffee. Ist egal zu welcher Tageszeit, ich hasse Kaffee. Bäh! Nur ein Scherz. Die Gläser sind einsame Spitze. Bitte, ich hatte doch nur ein kleines. Ich meine, ein Riesenbierchen. Ich liebe es, wenn ihr mir die Füße küsst. Knallkopf, her mit dem Bier. Und das Ganze nochmal. Auf euch! Auf uns! Habt ihr die ganze Tannenreihe heute weg? Ey, benutzt den Billardtisch zum Spielen. Ansonsten nehmt euch ein Zimmer, ihr Süßen. Ich wusste gar nicht, dass Frauen anwesend sind. Sind sie ja auch nicht. Zwei kurze? Kommt sofort. Zu deiner Frage. Ja, wir haben die ganze Reihe heute abgeholzt. Deswegen sind wir ja so gut drauf. Das war ein guter Tag. Das gibt's doch. Entschuldig mich mal kurz. Tu, was du tun musst. Hey, was hatte ich zu den Billardkühlen gesagt? Ist doch nicht schlimm, Alter. Alter? Entweder Kohle raus oder Kneipenverbot. Zwing mich doch. Das war ein Fehler. Niemand sollte sich mit Dave anlegen. Also ich guck gar nicht erst hin. Ob das gut endet? Also bezahlst du nicht? Kannst nicht mehr. Dann raus mit dir. Ich helfe dir auch. Alter, du hast die Hände wie Schraubzwingen. Schon gut. Was willst du? 30 Mäuse und eine Runde für meine Stammgäste. Was? Soll ich nochmal zupacken? Nee, schon gut. Okay, hier. 30 Piepen und das für eine Runde. Geht doch. Und ab jetzt benehmen, klar? Ja, Sir. Oh Mann. Eine Runde von den freundlichen Typen da drüben. Danke! Also, ich werd's mir schmecken lassen. Zum Wohl. Wohlbekommt's. Und runter damit. Auf euch! Auf uns! Auf alles und jeden dieser Kaffee verträgt ja den Kuberon. Und somit nahm die Happy Hour ihren Weg. Wie jeden Abend. Alle hatten ihren Spaß. Butch wurde nicht mehr nüchtern. Doch das war nichts Neues mehr. Der Abend ging ins Land und die Heiterkeit wurde geringer durch zunehmenden erhöhten Alkoholgenusses. Einer nach den anderen ging nach Hause, bis nur noch Butch und ich da waren.
Wieder lag es an mir, Butch nach Hause zu bringen. Zum Glück wohnte er nicht weit. Hey, Butch. Du bist eine ganz tolle Type, weißt du das? Ich weiß. Du bist echt zu benennen. Warum? Du bist nie besoffen. Na, ob das so toll ist? Dann willst du es ihnen erzählen. Die Zeit ist noch nicht reif. Jungchen, das wird sie nie. Okay. Da ist dein Zuhause. Ich bring dich noch rein. Nee, brauchst du nicht. Keine Widerrede. Nachher fällst du vor deiner Tür um und erfrierst. Ich bring dich nach Hause. So wie jeden Abend. Kann ich da noch mitreden? Nein. Ja. Ist ja schon gut. So wie jeden Abend brachte ich Butch nach Hause und traf dafür Sorge, dass er nicht erfror. Ich ging zurück in meine Kneipe, räumte das Chaos auf, machte die Bude besenrein und ging selber nach Hause. Nach 5 Stunden würde ich sie wieder öffnen und die gleiche Leier würde von vorne beginnen. Ein neuer Tag, neues Glück. Der Schnee, weiß und dick, liegend auf dem nicht mehr zu sehenden Asphalt der Straße. Die kalte Luft, die einen umarmt. Der Wind, der zwischen den Bäumen sein Lied singt. Wie jeden Tag auf dem Weg zur Kneipe genieße ich diese Ruhe vor dem Sturm. Alles schläft noch oder ist im Begriff zu erwachen. Ich öffne die Kneipe, schalte das Licht an, stöpsel die Jukebox ein, fülle die Zapfanlage auf, stelle fest, dass der Schnaps alle ist und warte auf den Lieferanten, der eigentlich immer pünktlich ist. Und wie immer ist er es. Wie schafft er es, bei diesen Wetterverhältnissen immer pünktlich zu sein? Ich nehme ihm die Ware ab, bezahle ihn prompt und er macht sich wieder auf den Weg zurück in die Zivilisation. Ich räume die Flaschen ins Regal und aus dem Fenster sehe ich bereits Butch, der geradewegs hierher kommt. Ich lächle mich hinein. Butch ist genauso pünktlich wie ein Uhrwerk. Guten Morgen, Dave. Butch? Morgen, Grünschnabel. Morgen, Buck. Machst du mir eins fertig? Ein Bier? Kommt sofort. Ich hoffe, wir toppen heute die Quote von gestern. Hier, ein kühles Blondes. Was sägt ihr denn heute ab? Die Tannen auf dem Hang. Die sind heute fällig. Dann aber Vorsicht. Der Hang hat's in sich. Hey, wir sind Profis. Wir arbeiten nicht das erste Mal am Hang. Echte Holzfäller fürchten sich vor nichts, oder? So sieht's aus. Na dann, Hals- und Beinbruch. Okay, schnell weg damit. Ja, wir fangen heute schon früh an. Die Maschinen müssen auf den Hang. Na dann, Jungchen. Hau richtig. Butch. Ist ja schon gut. Dann bis zur Happy Hour. Dann bis zur Happy Hour. Wenn es kommt, dann kommt es dicke. Der Tag lief so vor sich hin als... Was ist denn da los? Ist noch keine Pausezeit. Wer weiß, was da los ist? Dave! Colin? Was ist los? Mann, warum haben wir denn hier keinen Sheriff in der Gegend? Dave, ruf sofort einen Notarzt! Und die Kavallerie! Colin, was ist los? Das ist Buck!
Buck steckt am Hang unter einem Baumstamm fest. Der Baum ist aus der Greifzange des Laders gefallen und dann halb den Hang runter und hat Buck eingeklemmt. Wir versuchen ihn zu befreien. Wir brauchen ein Notfallteam. Scheiße. Butch, pass auf den Laden auf und ruf die Kavallerie. Okay, werd ich machen. Dave, warte! Deine Jacke! Es sind 25 Grad unter Null! Verdammt! Nimm dieses Mistteil von mir runter! Versuchen wir ja schon! Halt durch! Die Ketten müssen da rum! Wo bleibt der Kran? Die haben Probleme mit dem Hang. Wenn es schief läuft, rutscht der den Hang runter. Begräbt ihn plus den Baum. Achtung, der Stamm rutscht! Meine Beine! Wo bleibt die Kavallerie? Da kommt Dave! Was? Hat er das Notteam alarmiert? Dave, bist du verrückt? Wo ist deine Jacke? Es ist schweinekalt. Ich habe ihm auch den ganzen Weg hinterhergebrüllt. Ja, hab ich irgendwie vergessen. Vergessen? Achtung, der Stamm rutscht wieder. Stützt ihn doch mal irgendwie ab. Meine Beine halten das nicht länger durch. Sie brechen gleich. Scheiße. Dave, wo ist... Dave? Dave, was zur Hölle? Er hält den Stamm? Kann das... Er hebt den Stamm. Er hebt den Stamm! Was zum Teufel ist das? Er hebt den Stamm tatsächlich an. Das Teil wiegt locker eine Tonne. Zieht ihn raus! Was sagt er? Zieht ihn raus! Was ist da los? Macht endlich! Rettet ihn! Kommt schon! Zieht ihn raus! Komm, Buck! Nun, aus dem Weg mit ihm. Geht zur Seite. Beeilt euch. Bewegt eure schlappen Hintern. Ich kann ihn nicht ewig tragen. Er hält ihn immer noch? Wie kann ein Mensch einen Stamm von knapp einer Tonne so lange halten? Das ist doch total verrückt. Achtung, ich lasse los. Bringt euch in Sicherheit. Nur los. Er fällt. Wie geht es, Buck? Hey Dave, danke, alles gut, nur Quetschung. Du hast mir das Leben gerettet. Nun stehe ich aber da wie ein Vollhonk. Das war echt krass, Alter. Wie hast du das geschafft? Bist du im Guinness Buch der Rekorde oder was? Wir sollten reden. Heute Abend, nach der Happy Hour. Okay. Lass dir erstmal deine Wunden versorgen, dann sehen wir weiter. Klar. Doch deine Erklärung will ich auf keinen Fall verpassen. Dann bis heute Abend. Na, da bin ich aber mal gespannt. Die Happy Hour ging wie immer in die Vollen. Max, Colin und Brian erzählten den anderen, dass der Stamm sich so bewegt hatte, dass sie Buck im letzten Augenblick rausziehen und retten konnten. Er hatte zum Glück nur leichte Blessuren. Der Boden war durch das Herausreißen von Wurzelwerk aufgewühlt und weich, so dass sich genug Hohlräume bildeten, die verhinderten, dass er sich die Beine in alle Richtungen brach. So kam er nur mit einem Schrecken davon. Die Happy Hour ging zu Ende und erwartungsvoll saßen sie vor mir und sahen mich an. Also, Dave, was war das vorhin? Ja, erst rennst du bei minus 25 Grad los und bist kaum einzuholen. Dann hebst du locker... Psst, Butch! Oh, der ist ja auch noch da. Ich weiß alles. Stimmt das? Butch, zeig ihm das Foto. Foto? Ja. Bist du das, Butch? Der kleine Hosenmatz? Ja. Und der Typ da? Das ist doch... Darf ich vorstellen, mein Ziehvater. Moment, Dave, ist das dein Vater? Ziehvater. Ich hab Butch damals adoptiert. Wie alt bist du eigentlich, Butch? 67, oder? 68. Und wie alt bist du, Dave? Ich? Bin circa 673 Jahre alt. Plus minus 1-2 Jahre. So genau weiß ich das gar nicht mehr.
Noch ein Bier? Du verkohlst uns. 600? Unglaublich. Das ist doch Quatsch. Trink noch ein. Du willst noch ein Bier. Du hättest gerne ein Bier. Ja, du willst. Ich will noch ein Bier. Was war das? Dave, erzähl uns, was du uns erzählen möchtest. Puh, soweit ich mich noch erinnere, wurde ich im Jahre 1347 geboren. Zu der Zeit, als der Schwarze Tod über den europäischen Kontinent tobte. Hätte ich nicht gesehen, wie du einen tonnenschweren Baumstamm gehoben hattest, wie andere einen schweren Einkaufsbeutel, würde ich dich jetzt für verrückt halten. Ich war damals dem Tode nah, als mich jemand am Sterbebett besuchte. Wer war es? Lass ihn erzählen. Er nannte keinen Namen. Er sah mich nur an und biss mir in den Hals. Vampir? Sieht so aus. Was soll das heißen? Du bist ein Vampir? Dem kann ich nur schwer widersprechen. Mein Vater, der Vampir. Ich bezweifle, dass mein Schöpfer mich zu einem Vampir machen wollte. Er wurde nur bei seinem Werk gestört. Dabei gestört? Ja. Die Stadtwache lief durch die Straßen und erwischte den Vampir bei seinem Werk. Er verschwand so plötzlich, wie er kam, und ich lag da. Und weiter? Nun, man trieb mir einen hölzernen Pfahl durch die Brust und man warf mich in das nächste Massengrab der Pesttoten. Aber wie kommt es, dass du noch lebst? Ist der hölzerne Pfahl nicht das Ende eines jeden Vampirs? Stümperei, würde ich mal sagen. Sie haben mein Herz verfehlt. Ich lag eine lange Zeit zwischen den Toten in der Erde. Ich habe ewig gebraucht, bis ich mich ausgegraben hatte. Vor allem, da mir die Kraft fehlte. Trinken Vampire nicht Blut, um bei Kräften zu bleiben? Nun, eigentlich schon. Das wird jetzt nicht sehr angenehm. Wollt ihr es trotzdem hören? Erzähl weiter! Bloß nicht aufhören! Jetzt aufhören? Bist du verrückt? Erzähl bitte weiter! Butch? Ich kenne die Geschichte doch schon, Vater. Na gut. Ich hatte kein frisches Blut zur Verfügung. Ich labte mich an den Toten. Du hast? Mir wird ganz anders. Als Vampir ist der Durst. Als würde dein Blut in deinen Adern brennen, die den Verstand rauben. Ich wollte leben. Wusste nicht, wie mir geschah. Ich fraß mich über die Jahre durch die verwesenen Reste der Pest. Oh, ist ja widerlich. Ich glaub. Also, ich persönlich habe schon Schlimmeres im Fernsehen gesehen. Oh, ein ganz harter. Ein Schocker auf jeder Party. Die ersten Jahre, nachdem ich mich aus diesem tiefen Grab befreien konnte, waren wilde Jahre, geführt vom ewigen Hunger nach dem Blut der Lebenden. Ich konnte mich nicht zügeln. Ich wollte zu meinem Schöpfer. Ich spürte ihn. Doch gefunden habe ich ihn nie. Nie gefunden? Ihr müsst es euch so vorstellen. Als ob euch jemand ruft. Die ganze Zeit. Unaufhörlich. Man hat mir nie beigebracht, was es heißt, Vampir zu sein. Ich weiß nicht, wie oft ich mich der Sonne ausgesetzt und verbrannt habe. Moment. Heute war doch strahlender Sonnenschein. Dazu komme ich noch. Ich hetzte also knapp 300 Jahre meinen Schöpfer hinterher, bis ich ihn eines Tages nicht mehr spüren konnte. Nicht mehr spüren? Ja, er war weg. Einfach weg? Vielleicht wurde er gefunden und getötet. Vielleicht hat er sich einen Sonnenbrand verpasst. Vielleicht, ich weiß es nicht. So war ich ganz allein auf mich gestellt. Ich wollte es oft beenden, sehr oft. Doch irgendwas trieb mich voran. Ich bereiste den ganzen Globus, wurde oft sesshaft, arbeitete immer im Schutze der Nacht, versteht sich. Und als ich es endgültig beenden wollte, mich der Sonne aussetzen, um in einen Feuersturm zu sterben, passierte nichts. Nichts? Nein. Nach ca. 500 Jahren konnte ich meinen ersten klaren Sonnenaufgang sehen. Die Sonnenstrahlen auf meiner Haut waren wie eine Befreiung einer schweren Last. Vampire entwickeln sich über die Zeit weiter und weiter. Und bei mir ist es wohl die Verträglichkeit gegenüber der Sonne. Musst du nicht Blut trinken? Nicht mehr. Nachdem ich aus den Fesseln meines Schöpfers befreit war, habe ich mir geschworen, nie wieder ein Menschenleben auf diese Weise zu nehmen. Aber wovon ernährst du dich? Also, am liebsten von Pommes und Chicken Wings. Und was
Und was ist mit Blut? Ich habe weitere Jahrhunderte von Tierblut gelebt. Bis ich auch dann irgendwann feststellte, dass ich es nicht mehr brauchte. Ich musste kein Leben mehr nehmen. Egal ob Mensch oder Tier. Ich konnte mich wieder wie ein normaler Mensch ernähren. Auch wenn ich nicht so intensiv schmecken kann. Vieles schmeckt einfach fad. Als ob ich nichts esse oder auf Pappe rumlutsche. Oh, das ist ganz schön viel Tobak. Und deine Verbindung zu Butch? Ich hatte viele Kinder. Also Pflegekinder, Adoptivkinder und so weiter. Ich wollte etwas aus dieser Ewigkeit machen. Was glaubt ihr denn, wie ich gestaunt hatte, als mein Vater ungealtert plötzlich vor mir stand? Aufgrund meiner ewigen Jugend muss ich irgendwann weiterziehen. Es fällt sonst auf und ich denke mal, die Wissenschaftler würden mich gerne sezieren, um an mein Geheimnis zu kommen. Ich hätte aber nicht gedacht, dass Butch mich nach all den Jahren, die ich weg war, wiedererkennen würde. Als ob ich meinen eigenen Vater nicht wiedererkennen würde. Ziehvater. Ja, nun knauser mal nicht, alter Mann. Und wie lange bleibst du noch an diesem Ort? 5 bis 6 Jahre. Dann fällt es langsam auf. Dann muss ich weiterziehen. Das war mal eine Geschichte. Klingt alles irgendwie nach Science Fiction. Horror, Mystery, Netflix-Kram. Das müssen wir erstmal. Hey! Erinnerst du dich an mich? Ich will meine 30 Mäuse wieder haben. Manche lernen nie. Nope. Nicht wirklich. Da kommt der mit einer Knarre wieder. Wegen $30. Habt ihr alle an einer Waffel? Ich hab ein Gewehr. Und jetzt räum die Kasse aus. Komm schon. Ich gebe dir jetzt genau eine Chance. Dreh wieder um und verlass die Stadt. Du kannst mich mal. Ich werde... Ich bin hier. Du sollst auf einen guten Rat hören und diese Stadt verlassen, sonst tauche ich dich in die tiefsten Qualen der Hölle. Du wirst dich jetzt umdrehen und die Stadt für immer verlassen und du wirst vergessen, was eben passiert ist. Ja, und dann habe ich die Flasche über meinen Kopf. Nein, war das nicht anders? Hattest du nicht? Nee, ganz anders. Die Flasche flog hinter ihm. Ja, hinter ihm, passend in einen Eimer. Haben die alle blöd geguckt. Was wollte ich eigentlich hier? Ich sollte gehen. Und weg ist er. Dave, ich hätte mir beinahe ins Höschen gemacht. Ist das dein wahres... Nun, dein wahres Ich? Mein wahres Ich steht genau hier vor dir. Das war nur eine Fähigkeit, mehr nicht. Du kannst also anderen deinen Willen aufzwingen. So einfach ist das auch nicht. Der Kerl wollte das gar nicht. Ich kann nur das, was andere wollen, bestärken. Zum Beispiel, dass du noch ein Bier willst. Ich noch eines. Du willst noch eines. Du hättest gerne eines. Ich hätte gern noch ein Bier. Dave, das ist gruselig. Und so sprachen wir noch lange in der Nacht. Sie löcherten mich mit Fragen, die ich ihnen so gut ich konnte beantwortete. Ich blieb noch ein paar Jahre. Dann zog ich weiter meines Weges. Doch ich nahm allen ein Versprechen ab, das ich zu halten gedachte. Die Jahre vergingen. Alle um mich wurden älter. Auch meine guten Freunde. Wurde Zeit, für einen von ihnen das Versprechen einzulösen. Ich wandere in der Nacht durch die Stadt. Bewege mich gerade auf mein Ziel zu. Altersheim. Türen interessieren mich nicht wirklich. Hier, dieses Zimmer. Dort liegt ein alter, verwelkter Mann. Buck? Dave? Hallo, alter Freund. Du bist wirklich, wirklich hier. Versprochen ist versprochen. Ich hatte nicht mehr... Ruhig,
alter Freund. Ich kann es schon spüren. Das Ende. Ich bin hier. Dave. Ja? Ich habe Angst. Brauchst du nicht. Ich werde bei dir sein. Solange ich es kann. Du wirst also bei mir bleiben, bis ich... Ich habe in den Jahren etwas Neues entwickelt. Immer noch der alte Vampir. Nimm meine Hand. Was hast du vor? Was passiert hier? Ich begleite dich, soweit ich kann. Dave, ich fühle mich so leicht. Lass uns davonfliegen. Du wirst sehen. Du brauchst dich vor nichts zu fürchten. Ich habe meinen Körper verlassen. Ja, siehst du? Dort unter dir? Du bist friedlich eingeschlafen. Was jetzt? Jetzt steigen wir auf. Immer weiter. Und weiter. Siehst du das? Das ist so... So wunderschön. Siehst du? Flieg einfach weiter. Ich muss zurückbleiben. Dave, du tust mir so leid. Muss es nicht. Irgendwann, in diesem unendlichen Sternenmeer, sehen wir uns wieder. Lass nicht los, Dave. Ich muss. Dieser Weg ist nicht für mich bestimmt. Auf bald, Dave. Ich sehe meine Freunde. Auf bald, Buck. Irgendwann sehe ich euch alle wieder.